Pralopasana ist die Stellung der Vernichtung. Pralopa heißt Vernichtung. Interessanterweise ist die gleiche Asana wie Atmaramasana die Stellung der Freude im Selbst. Oder auch das gleiche Asana wie Mritibhanjikasana, die Stellung der Unsterblichkeit. Gut, Raffaela zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine hoch und bringe die Beine zu dir hin. Dann bringe die Hände so, dass die Füße in den Ellbeugen sind und gib die Hände dann an die Ohren oder falte die Hände hinter dem Kopf. Die Füße sind also an der Seite des Kopfes oder die Füße sind in den Ellbeugen und die Hände sind am Kopf. Von dieser Stellung heißt es, dass sie das Verdauungsfeuer erhöht, Agni aktiviert, die Nadis reinigt, dass den Fluss des Pranas gut beeinflusst, alle Krankheiten beseitigt. Also Pralopasana ist eine schöne Asana, eine schöne Stellung, um die Hüftflexibilität zu erhöhen und viel Auswirkung auf Prana zu haben.